Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in Kandel in der Südpfalz haben sich Staatsanwaltschaft und Polizei in Ludwigshafen zum Stand der Ermittlungen geäußert. Der Tatverdächtige habe bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, so die leitende Staatsanwältin. Der Beschuldigte wurde heute Morgen noch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge 15 Jahre alt und hat die afghanische Staatsangehörigkeit. Er sei im April 2016 über Hessen nach Deutschland eingereist, als sogenannter unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher. Den Angaben zufolge war dem Angriff in einem Drogeriemarkt am Mittwoch ein Streit zwischen dem Mädchen und dem Jungen vorausgegangen. Passanten überwältigten den Afghanen nach der Tat. Das deutsche Mädchen erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Tatwaffe war einer Augenzeugin zufolge ein ganz normales Brotmesser.